Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Minotaten. Nach diesem erfolgreichen Start hier geht's ab nach... Wohin? Kamakura. Zur Abteilung der Buddhas. Der eigenen Stadt der Buddhas und der Mönche. Und des Bambuswaldes. Unterwegs werde ich ein paar... Unterwegs werde ich ein paar Eindrücke für euch einfangen mit dem Zug. Also viel Spaß! Angekommen in Kamakura laufen wir nun dem Tempel entgegen. Und zwar durch eine richtig geile Location. Hammer. Und die Sonne blendet hart. Joa, ich führe euch ein bisschen rum und wir sehen uns gleich. Ich bin Aldi. Los, bra. Los, bra. We'll be right back.
Achso. Hey, bleib du, Moment. Wir kommen jetzt raus, bis der noch ein Klaus da war. Du, Moment. Das ist gesagt. Schau mal.失礼いたします。こちらお一つずつお取り回しください。Das waren die zwei Tempel. Jumyoji und der. Verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Maltet. Der Hokokuju und der Jumyoji-Tempel. Das ist aber dieser Bambus-Tempel und jetzt hier, den wir den Tee getrunken haben. Sehr interessant mit anzusehen. Sehr interessant, die Kultur mal zu erleben.
und die Reise auf jeden Fall wert. Wir gehen jetzt wieder zurück zum Strand von Japan, aber keine Sorge, es ist nicht Fukushima. Man sieht sich. Geschafft. Es war ein bisschen windig gerade, ich hoffe, ihr hört mich. Aber wir sind noch gerade vor dem Sonnenuntergang angekommen. Schnell ab zum Strand. Mittlerweile ist es 2 Uhr morgens und ich habe endlich diesen Vlog fertig geschnitten. Wollte mich noch ganz kurz entschuldigen dafür, dass so eine lange Pause dazwischen war. Es lag halt eben daran, dass privat sehr viel zu tun war und halt eben auch zum Teil oder zum großen Teil daran, dass ich mich halt auch gefragt habe, ob es sich jetzt wirklich lohnt, YouTube-mäßig so viel Zeit, Geld und Blut, Schweiß und Tränen zu investieren und ob ich nicht aufhören soll, sage ich euch, ja, straight. Jedoch ist dann letzten Mittwoch im Stream am 11. war das, ja, was passiert, nämlich ihr seid passiert und zwar habt ihr da wirklich reife Leistung verbracht. Ihr habt mir gezeigt, dass es sich doch lohnt, egal ob man halt eben so wie ich 120 Abonnenten oder 1 Million Abonnenten hat, wenn man eine Community an seiner Seite hat, dann die einem wieder aufrappelt und wieder Kraft gibt und mit denen es Spaß macht, wieder zusammen zu spielen, dann lohnt es sich auf jeden Fall. Von dem her auch noch ein fettes Dankeschön dafür an euch. Was die Vlogs betrifft, ich werde sie versuchen, so schnell wie möglich nachzuliefern, die nächsten paar Tage. Also die nächsten paar Tage der Japan-Reise nicht, die nächsten paar Tage kommt ein neuer Vlog. Weil halt eben auch wieder neue Vlogs dazukommen. Lasst euch überraschen, was das betrifft. Und ja, wenn es euch gefallen hat, Leute, ein Däumchen nach oben. Ich weiß, es sieht jetzt so ein bisschen aus, als wäre das Fehl am Platz. Ist aber mein Standardspruch immer ganz zum Schluss des Videos. Wenn ihr noch mehr sehen wollt, ihr wisst ja, wo der Abo-Button ist. Einfach draufdrücken, ich würde mich sehr darüber freuen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Ciao.